shiver. Think about stuff like dust on the river. Move back, nigga. Move back. Moin moin Jungs, ich bin wieder euer Heiser Sack am Start für euch. Ich habe hier gerade eine schöne Freis für alle Nuke gespielt. Was? Du hast den Modus Freis für alle gefunden? Ja, ich hätte Glück vorgestellt, aber das ist jetzt auch wieder vorbei. Wisst ihr, ich habe es nicht einmal gespielt. Dann habe ich eine Runde aus Spaß an der Freude gesucht und habe noch so rumgeschattet. Ja, Jungs, ich müde mich mal ganz. Ich mache mal jetzt kurz die Nuklear. Habe meine vernünftigen Kopfhörer angesteckt, nicht diese belegen, mit denen ich aufnehme, wo schon ab und ein Hörer abgerissen wurde. Oh, scheiße, Alter. Das sieht so Hartz IV aus. Ich höre auch absolut null Game Sound, wenn ich mit denen spiele. Aber, scheiße, noch eins, ey. Wenn ich mir das anschaue, ich liebe diesen Modus einfach. Wisst ihr, Freis für alle war so für mich so der geilste Modus. Und schaut, wie ich ihn wegschwitze. Ihr müsst euch vorstellen, ne? Am Anfang ist die Spaß zum Schluss dann so sloppy, weil ich wollte es halt auf jeden Fall noch klar machen. Und der hat geschluckt. Also Hand aufs Herz, ich habe die ersten zwei waren daneben, aber die zwei anderen zwei waren full drauf. Mit Long Barrel schnell ziehen, VM8. Da kann man auch mal nach zwei Bursts verrecken, aber naja, es hat mir ja nicht geschadet. Diese Stolperfalle, dieser Sniper mit seiner Stolperfalle. Ich hatte so Angst, dass er mal auf die Idee kommt, die Stolperfalle woanders hin zu tun, ne? Ich hatte so Arschwasser nach dem ersten Kill, ne? Das ist, vor allen Dingen, ich bin so ein Typ, ich join rein, kassiere immer erst den Tod. Und dann mache ich die Freis für alle Nuklear. Und hier das hier. Er hat mitgedacht, aber ich auch. Oh, scheiße, Alter. Und Jungs, ich musste mich auch mal wieder integrieren. Es tut mir leid, okay? Aber Pumpe musste aufgehoben werden. Ja, Deutsch diese. First Tag, One Tag ist mir scheißegal. Videoqualität. Ist cool, frei für alle Nuklear, ist genug, also braucht man sich aufzudenken. Ich habe gemerkt, dass mein YouTuber früher bis heute Dinger nicht so gut ankam. Ich habe schon verstanden, Jungs, ich werde es also nicht mehr bringen. Ich wollte nur was Neues ausprobieren, ist schon gut. Ich werde mich wahrscheinlich aber in der nächsten ein bisschen mehr informiert und wenn ich mit der Pumpe Killswangen so sehe, das tut so weh, es tut mir so leid. Aber was soll ich anderes tun? Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den Treffer jetzt wirklich was reiße. Ich habe nicht mal Plünderer dabei. Habe ich sowieso die letzten Male nie. Aber in Public, in Team Deathmatch oder Herrschaft brauchst du auch keinen Plünderer. Weil da hat sowieso gefühlt wieder mindestens einer in der M8. Und selbst wenn nicht, du machst trotzdem den Nuke Crash, weil du hast genug Bursts. So. Außer du aimst scheiße. Dann hast du die aber Nuke auch nicht verdient und ich würde sie auch nicht hochladen. Wenn ich das dann nicht hinkriege, weil mir die Bursts ausgehen. Weil man kann ja Second Weapon picken und so ein Scheiß. Spielt man auch ganz dezent immer bei mir. Zwinker. Oh Gott. Frei für ohne Scheiß. Frei für alles zu spielen. Ich liebe diesen Modus. Ich liebe ihn einfach. Es tut mir weh, dass ich ihn nicht so oft gespielt habe. Aber ich hatte. Ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, so ja, Digga, meine spanischen AIDS-Lobbys sind dann noch frei für alle. Ja, moin, Digga. Ich übe's hin. So, ich hab nicht gedacht, dass ich das wirklich mache. Und dann spiele ich einmal aus Spaß. Der Modus kommt gerade Ablenk rein, ne? Spiele ich einmal. Und ich mache direkt eine frei für alle Nuke. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Ich liebe diesen Modus. Oh Mann. Jetzt darf ich wieder gefühlt ein halbes Jahr warten, bis die Wochenrotation wieder bei frei für alle ist. Geil, Digga. Ich habe erstmal alle Modis von Sprengkommando bis Multiteam. Ja, moin, ich bin immer noch über Master Scorpion wieder stecken geblieben. Und halt all die anderen Suchen zerstören, Stellung. Ich wollte schon wieder Multiteam sagen. Aber ihr wisst alle, was ich meine. Sprengkommando, all so etwas. Darf ich jetzt erstmal wieder durchgehen, bis jemand frei für alle kommt. Und dann heißt es, es wird gesuchtet. Ich liebe diesen Modus einfach. Und mein Handy klingelt wieder wie in jeder Aufnahme. Aber da ich jetzt mit den Jungs gleich diesen Ablenken-Modus spielen möchte, denn ich hasse Ablenken. Außer in 4 gegen 4. Das geilste Modus. Wenn ich da mein Gameplay bringe von. Wenn ich da mal auf Gameplay bringen fangen sollen, gutes Deutsch, Adrian. Wenn ich davon mal ein Gameplay raushauen soll, eine 60 Bomb oder so, schreibt mir in die Kommis und vor allen Dingen mal eure Meinung zu diesen YouTuber früher versus heute Videos so. Weil ich habe gesehen, es kam nicht gut an, vielleicht wurde es auch noch nicht gut genug gesehen. Ich weiß auch nicht, heute ist ja Karfreitag, aber naja, schauen wir mal. Und ja, Jungs, Doppelpump, ich bin in Fortnite. Haut rein, lasst mir ein Like da. Ich bin raus, man hört sich. Ciao.